So, Lukas, also du hast ja Edgar auf 1000 und einem Pokal, richtig? Mhm. Und du hast mich jetzt auch so ein bisschen gequält mit Glatze und Ei und so, ne? Ja. Deswegen spielst jetzt Edgar einfach mal auf 0 Pokale runter. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir haben natürlich mal wieder hier Kevin am Start. Moin Moin. Moin, was geht? Hi. Ja Freunde, und heute gibt es mal wieder ein Video, ich weiß noch nicht, was heute passieren wird, ob es für mich angenehm wird, einigermaßen oder nicht. Denn heute darf Kevin mal wieder ein Video bestimmen, was ich machen muss. Hey. Und ihr wisst, Freunde, das letzte Video ist ein bisschen eskaliert. Da habe ich Kevin gesagt, dass er sich eine Glatze schneiden muss oder 11 Verbleibende ziehen muss. Oh mein Gott, Alter. Was, Bruder? Digga, es hat sich immer weiter hochgeschaukelt bei uns, Leute. Ihr habt es auf jeden Fall mitbekommen. Erst der Handynummer-Leak im Brawl Stars Namen und so weiter. Deswegen bin ich mal gespannt, was heute so kommt. Ich hoffe, nichts. Ich hoffe nichts. Es passiert einfach nichts. Leider bin ich vorbei. Okay. Nein, Spaß. Ja, Lukas, also ich bin ja froh, dass du mich jetzt mal wieder zu so einem Video einlädst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Also dafür auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben, Leute, dass Lukas da die Ehre hat und mich jetzt auch nochmal hier bestimmen lässt. Ja, Mann. Und du musst jetzt auch eine Glatze rasieren. Nein, Spaß. Digga. Oh, Mann. Also ich dachte, okay, aber kurz. Leute, hier nochmal kurz einen Einschnitt, wie Lukas aussah als Ei. So, okay, jetzt fangen wir mal an. Okay, Lukas, also erstmal gehst du jetzt mal in den Club rein. In den Club, okay, in 100 Schiffe. Und verfasst jetzt erstmal, verfasst jetzt erstmal eine Nachricht. Eine Clubnachricht. Aha, okay, Clubnachricht. Und schreibst da rein, Kevin ist das wunderschönste Ei dieser Welt. Ja. Ausrufezeichen. Ich möchte auch sein schönes Ei werden. Ja, real talk, ne? Du hast mich ja auch gefragt, wie man so ein schönes Ei werden kann. Ja, das stimmt. So mit dem Ausrufezeichen noch. Ja, ja. So einfach? Und senden. Oh mein Gott. Ja, sehr gut, Lukas. Okay, dann gehen wir erstmal wieder aufs Hauptmenü. Ja. So, und jetzt änderst du erstmal deinen Namen. Oh, Digga. Warum? So, und einmal Namen ändern. Oh. Und genau. So, du nennst dich jetzt, warte mal, wie nennen dich alle? Melonenkopf? Nee. Was? Irgendjemand meinte mal zu mir, Lukas, ein Melonenkopf. Was? Oh mein Gott. Nee, aber das ist ein bisschen zu weit hergeholt. Warte mal, wie nennen wir dich denn jetzt, Lukas? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir nennen dich zweitschönstes Ei. Oh mein Gott. Ja genau, zweitschön. Ups, Digga, ich kann nicht schreiben einfach gerade. Ja, perfekt. Oh mein Gott. Was ist das schon wieder für ein Name, Alter? Alter, Junge. Danke dafür. Ja, den feier ich auf jeden Fall, den Namen. Ah, okay. Bestätigen, Freunde. Da freue ich mich natürlich mal wieder hier, ne, Kevin? Normal. Okay. So, Lukas. Okay, dann musst du natürlich auch dein Profilfoto noch ändern. Mhm. Nee, du nimmst das Lu-Symbol. Das Lu-Symbol? Ja, weil Lu ist ja auch so ein Ei. Ach so, das hier? Genau. Okay. Ja, sehr schön. Und deine Namensfarbe musst du noch zu weiß ändern. Okay, perfekt. Einfach aus Prinzip. So, und jetzt nochmal ins Hauptmenü. Okay, so, Lukas, geh jetzt mal in den Shop rein. Ja. Was ist denn da nochmal so Schönes drin? Ach, du willst doch bestimmt, hast ja Weihnachtsgeld jetzt bekommen, wann ja hier Rente kam, ne? Du willst doch bestimmt jetzt noch ein paar Münzen holen und diese 15 Megaboxen aufmachen. Digga, ich kann nichts mehr ziehen. Ja, aber da steht fünffacher Wert Weihnachtsangebot. Ist jetzt dein Ernst? Ja, ich meine, das sind jetzt gerade die Gönjamin-Wochen. Da muss man reinhauen, wenn so ein Angebot da ist. Also ich soll jetzt das Angebot holen, oder was? Ja, ja. Digga, das ergibt gar keinen Sinn. Ja, aber du willst ja mehr Münzen haben. Du musst doch die ganzen... Stell dir mal vor, es kommen jetzt noch mal mehr Münzen-Skins. Dann brauchst du auch Münzen. Leute, guckt es euch an. Okay, ja. Da waren die 15 Megaboxen, Junge. Ja, wunderschön, wunderschön. Ja, ja. Okay. Ach, warte mal, du musst erst mal hier 175.000 Münzen voll machen, sonst sieht es ein bisschen komisch aus. Oh, Junge. Okay, 175.000 sagst du.
Ja, und... ja, noch einmal. Ja. Ja. Schön. Nice. Schön. Okay, ja. Es sind jetzt aber irgendwie ein paar zu viele Münzen. Können wir die irgendwie loswerden? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Also ich habe gerade. Wir können aber noch mehr Münzen holen. Hä? Mach nochmal 4000 Münzen drauf, damit wir 180 haben. Was? Aber ganz genau, Lukas, wenn du zu wenig oder zu viel hast, dann muss ich mir überlegen, was wir dann machen als Strafe. Hä? Das geht ja gar nicht genau. Doch, das geht. Guck, warte. Du hast 150er Schritte. Guck, es geht sogar. Wenn du dich jetzt schlau anstellst, dann kriegst du das hin. Na, ich glaub nicht, Digga. Das ist gerade zu viel Mathe für mich. Warte, mach erstmal 150. Nein. Nein. Mach 150. Oh, also, Junge. Guck, wie viel jetzt hast du? Und jetzt musst du rechnen. Es geht nicht auf. Doch. Nein. Oder? Nee, es geht nicht auf. Ja, wow. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Dann mach fast 180.000. Das kriegst du hin. Ja, das ist schön. Dann noch einmal das Paket aufladen, das 150er. Noch einmal? Dann hast du wenigstens ein bisschen über 180.000. Okay. So, das ist doch schön, Lukas. Okay. Sehr schön, Kevin. Jetzt gehen wir nochmal ins Hauptmenü rein, so. Und okay. Jetzt müssen wir einmal gucken. Gut, dann gehen wir jetzt mal... Also, gehen wir als nächstes zu den Freunden, Lukas. Oh, Digga, bitte nicht wieder Landi entfernen oder so. Und Landi raus. No, was? Nee, Mann. Grüße gehen raus, Landi muss immer leiden. Landi ist immer nie mehr in unseren Freundeslisten. Ja, sorry, Landi, Bro. Letztes habe ich dir noch geholfen, hier zu den 40.000 Pokalen. Ja, Ehre. Oh. So, warte mal, wen können wir... Ach komm, Tobi auch noch mal raus. Ey. Tobi. Tobi, ganz liebe Grüße, ne, ja, an der Grüße Stelle. Raus. Okay, und Jeton... Ey, mach kein Auge, Junge. Ja, warte mal, wir müssen... Hallo. Jeton lassen wir noch mal drin... Okay. Oh, Puki. Guck mal, Puki, der hat dich hier fast eingeholt. Der muss auch raus. Junge, Alter, dein Ernst? Naja, einfach 3 Pokale minus gerade. Ah, da hat er irgendwie reingechoked. Soll ich jetzt ernsthaft auf Puki entfernen? Ja, komm, raus mit die Viecher. Oh, Digga. So, wunderschön. Okay, jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü. Oh mein Gott. Und gehen wir am Brawl Pass jetzt als nächstes. Da muss ich auch mir mal einen Überblick verschaffen. Gehen wir auf Belohnung. Mhm, 13 Big Boxen. Brauchst du die noch? Ja, für den nächsten Brawler dann. Ich glaube, da müssen wir erstmal 8 von öffnen. Was? Ja, die Season geht eh noch 37 Tage. Sei mal froh, dass ich deine anderen Box in Ruhe lasse. Ja, ich hoffe mal, dass du die in Ruhe lässt. Ach so, ja, vielleicht gucken wir uns auch nochmal an, wie viele da gerade da sind. Nee. Ja, doch, zeig mir die mal. Ich will nur mal eben kurz die Anzahl sehen. Ob die Anzahl gerade schön ist oder ob man die noch ein bisschen verschönern kann. Wir können die Anzahl auch ein bisschen hässlich machen. Mach mal eine auf. Oh Mann. Junge. Okay, so, aber die lassen wir in Ruhe, weil da, so fies bin ich nicht. Da lassen wir dir noch ein paar. Okay, danke dir. Okay, so, jetzt gehen wir wieder ins Hauptmenü rein. Ja. So, Lukas, du hast jetzt 30.000 ja auch erreicht. Das heißt, du hast ein bisschen mehr im Trophäenpfad, glaube ich, ne? Nee. Doch. Ja. Und jetzt scrollen wir da ein bisschen durch, muss mal gucken. Wie viel? Okay. Ja, warte mal. Also wie viele Belohnungen sind das, die da sind? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, dann frag mal deine Siri nach einer zufälligen Zahl zwischen 1 und 10. Was? Ja, los. Junge, dein Ernst? Und los. Ja, nochmal. Generiere eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10. Das ist 2. Oh. Oh mein Gott. Jo, nice. Wahrscheinlich, Digga. Haha, okay. Ja. Meine Siri mag dich, Lukas, habe ich irgendwie im Gefühl. Ja, safe. Ich meine, das ist noch voll okay eigentlich, die 2. Ja, das stimmt. Okay, nice. Okay, Lukas, ich glaube, wir haben noch gar nicht deine Brawler angeguckt heute, ne? Ja, das stimmt natürlich. Also, ich habe mir nämlich so eine Sache überlegt. Geh mal auf deine Brawler jetzt. Ja, genau, das hatte ich in Erinnerung. So, Lukas, also du hast ja Edgar auf 1000 und einem Pokal, richtig? Mhm. Und du hast mich jetzt auch so ein bisschen gequält mit Latze und Ei und so, ne? Ja. Deswegen spielst jetzt Edgar einfach mal auf 0 Pokale runter. Nein, Junge. Doch. Es ist gerade sogar eine perfekte Map dafür. Lukas, ich hätte auch fies sein können. Ich habe auch gesagt, du musst es normal machen. Aber wir haben heute die perfekte Map. Du wählst es Junge. Edgar aus. Los, Edgar, aus. Digga, ich wollte Puki wieder überholen. Ich wollte 30.000 wieder los. Schaffen. Ja, das schaffst du immer noch. Hast noch genug Zeit. Digga, ich muss... noch ein bisschen. Auf null?
Ja, auf null. Von 1000 auf null, Digga. Ja. Los, Digga, ist jetzt Real Talk dein Ernst? Ja, Digga, ich hab ne Glatze wegen dir. Was ist das denn? Junge, ich war nur noch 800 Pokale entfernt von 30.000. Los, und jetzt gehen wir in die schöne Solo-Showdown-Map. Was? Irgendwas heißt die, glaube ich. Da die kannst du es perfekt machen. Da geht eine Runde eine Sekunde. Und spielen. Oh mein Gott, ich soll jetzt tilten auf null. Ja, auf null. Und los. Oh, Junge, dein Ernst. Kannst einfach stehen bleiben. Die Leute werden da so tryharden. Die sind froh, wenn du da einfach nichts machst. Oh, guck mal, alleine schon das Matchmaking, Mann. Oh mein Gott. Keiner hat Bock auf der Höhe auf der Map zu spielen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube das auch. Digga, weißt du, wie lange das dauern wird, obwohl die Map so ist? Ah, das geht schon recht schnell, Lukas. Vertrau mir. Ja, bestimmt. Es dauert vielleicht so 3-4 Stunden. Mann, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und viel Spaß, kannst einfach stehen bleiben. Die sind. Ja, ich stell mich in die Mitte. Wenn jetzt so tryhard, guck dir das mal an. Die einen porten sich weg. Oh, Junge. Was ist das, Mann? Nein! Ja! Oh. Let's go! Minus 12. Ja, es geht doch sogar schnell, Lukas. Oh mein Gott, das tut so weh, Digga. Ich hab so getryhardet, ne, mit Edgar, ich sag's dir. Ja, und jetzt kannst du auch tryharden, den runter zu pushen. Viel Spaß. Oh mein Gott. Also ich wünsche dir dabei auf jeden Fall viel Spaß, Lukas, ne? Ja. Also ich werde jetzt mich tatsächlich auch mal verpieseln, weil ich habe jetzt keine Lust, hier 4 Stunden neben dir zu sitzen und mir das anzugucken. Das kriegst du schon selber hin. Oh Mann. Also, nimm dies als Racheangriff, sage ich jetzt einfach mal. Jetzt sind wir auf jeden Fall wieder quitt, Lukas. Okay, Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß natürlich, ne, mit dem Runterdroppen. Let's go. So, Freunde, oh mein Gott, ihr seht, wir sind gerade bei 49 Pokalen. Es ging tatsächlich gar nicht mehr mit, es ging tatsächlich gar nicht mehr mit Solo Showdown, weil ich bin aus Versehen immer 7. oder 8. geworden und habe dann Pluspokale gemacht. Es hat so unfassbar lange gedauert, wirklich, Leute. Und ich wollte mich dann auch nochmal bedanken, natürlich an Benji und Tobias, ja, die beiden haben mir jetzt nochmal geholfen zu droppen, Leute. Ihr seht es, wie wir gedroppt haben. Wir mussten, also Eigentore gehen ja leider auch nicht mehr. Das heißt, wir haben uns einfach hier hingestellt, haben immer gewartet, bis die Gegner die Tore machen. Alter, das hat so lange gedauert. Minus 1 jedes Mal nur, ab 100 Pokalen. Das heißt, einfach 52 Brawl Ball Games, Leute. Alleine von 100 bis 48 Pokale. Und ich habe ja von 1000 runter gedroppt, Leute. Oh mein Gott, das hat so unfassbar lange gedauert. Kevin, ich sag dir schon mal so viel. Das wird eine Rache geben. Ich bin mir noch nicht sicher, was genau, aber ja, da wird auf jeden Fall was kommen. Da kannst du dir sicher sein. Und Leute, oh mein Gott, 0 Pokale. Ihr seht es, das heißt, wir haben das Minimum gerade erreicht. Ich glaube, mit Platz 10 Solo-Showdown wird es noch gehen, nochmal auf 48. Aber ich glaube, 49 ist das Minimum, was geht mit 3 vs. 3. Das heißt, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Oh mein Gott, und damit würde ich sagen, Leute, das war's dann mit dem Video. Lasst ein Like da, wir sehen uns. Und damit, ciao. Ciao.